Let's Play Silent Hill 2 für die PlayStation 2 bei Kein Plan Gaming Folge Nummer 30. Ja, wir sind hier vor einer großen metallischen Tür mit 6 Speicherzetteln da vorne an der Wand. Wir wissen jetzt nicht, was uns hier erwartet, aber sicherheitshalber würde ich sagen, nehmen wir schon mal unser Jagdgewehr. Ja, würde ich auch sagen. Es sieht ziemlich nach Ende aus, finde ich. Mal gucken. Aber das sieht schon so bedrohlich aus. Ich will nicht. Gott. Was haben die vor? Kannst du die davon abbringen? Nee, ist eine Katze. Die ist jetzt zum dritten Mal hier gestorben, oder? Ja. Und auf dem Boden ist so ein Pentagramm, sehe ich gerade. Oh ja. Das wird deutlicher, oder? Nee. I was weak. That's why I needed you. Someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Oha. Nein, lauf! Aber da tut sich ja schon wieder nichts bei den Gegnern, ne? Das prallt ja ab. Warte, ich muss jetzt, glaube ich, nachladen. Es ist so ein bisschen blöd, dass ich nicht irgendwie... Achso, der hat schon nachgeladen. Aber ich kann trotzdem mal nachladen. Es ist so ein bisschen blöd, dass der nicht auf die zoomen kann. Jedenfalls wüsste ich jetzt gerade nicht, wie. Ja, das ist natürlich mega schwierig so zu kämpfen, ne? Das ist halt so ein bisschen im Blindflug alles. Durch die Türen da vielleicht weglaufen? Das geht nicht, ne? Ey, du triffst gerade beide. Was machen die jetzt? Jetzt warum gehen die weg? Wieder weg. Wo geht ihr hin? Hallo? Was geht? Was geht ab? Was war das denn? Das war richtig weird. War das Synchronsterben? Pyramidenkopf wird sich nicht mehr bewegen, sagt er. Er scheint etwas zu halten. Ein rostfarbenes Ei. Er scheint etwas zu halten. Ein scharlachrotes Ei. Was, hat das irgendwas, hat das auch eine sexuelle Bedeutung, dass ich jetzt zwei Eier eingesammelt habe? Markus, wie die da stehen, das sieht doch echt total crank aus. Crank, wollte ich gerade sagen. Sie ist abgeschlossen. Kann er was reintun? Eine runde Vertiefung in der Tür. Sieht scharlachrot aus. Ja? Okay. Ja. Nehmen wir das Scharlachrote. Wo haben wir es denn? Scharlachrot verwenden. Oder sah das Rost aus? Das sieht einfach komisch aus. Keine Ahnung. Kann man es jetzt öffnen? Achso, ich dachte, hier muss wahrscheinlich das andere rein. Mach jetzt mal das. Da mal gucken. Vielleicht kommt eine dritte Tür. So. Wir sind gespannt. Nö. Mal gucken. Wir sind wieder im Hotel. Das ist total... Ich verstehe die Sprünge nicht. Jetzt ist aber Nebel. Jetzt ist Nebel da, ja. Und was ist das hier? Ist das eine Tür? Nee, das ist einfach nur eine Wand auf einmal. Da kann ich rein. Ja, wir sind wieder drin. Ach so. Okay, ich dachte, ich komme jetzt vielleicht woanders raus. Na gut. Dann versuchen wir hier reinzugehen. Schloss kaputt. Gehen wir hier hin. Da geht's rein. Oh, neuer Gehang. Mary? What do you want, James? I brought you some flowers. Flowers? I don't
want any damn flowers. Just go home already. Mary, what are you saying? Look, I'm disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs, I look like a monster. Well, what are you looking at? Get the hell out of here! Leave me alone already! No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today, maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go! Are you deaf? Don't come back! Okay, das war ein langer Gang. Wait. Soll ich warten? Warte. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help me. Okay. Ja, dann geh mal rein. Das war, oh Mann, das macht mich voll fertig, die ganze Geschichte. Ehrlich, das ist irgendwie total unangenehm. Ja. Was sind wir denn jetzt? Schon wieder Wasser. Nee, diesmal kann ich nicht ins Wasser. Gut. Kann ich hier vorne lang? Muss ich was drücken? Nee. Andere Aber die Richtung. Andere Richtung ging da noch. Boah. Oder geht's nach oben, alles klar. Mhm. Wo wir sind, das habe ich. Ich habe keine Vorstellung gerade, ehrlich. Ja, da waren doch noch so viele Gänge, wo wir jetzt auch noch nicht waren, ne? Ja, warum ist auch jetzt hier so ein Metallgerüst ist, wo wir hier langlaufen? Was hat das denn jetzt mit der Geschichte bisher zu tun? Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Ist das ein Krankenbett? Ja. Also Krankenbetten, damit haben sie es auch in Silent Hill. Okay. Ja, dann gehen wir zu unserer Frau. Mary. Mary? Wrong again. Mary's dead. You killed her. Maria? Maria, I'm done with you. What do you mean? But I can be yours. I'll be here for you forever. And I'll never yell at you or make you feel bad. That's what you wanted. Now I understand. The problem is, you're not married. No, James. I won't let you. I'll never let you have your Mary back. Boah. Okay, deine Waffe bitte. Boah, das geht hier sofort los. Alter Schwede. Also. Und. Hast du die auch ausgerüstet? Ja. Boah, was ist das denn? Oh mein Gott. Ich muss dann irgendwie weglaufen erstmal. Meinst du denn, diese Maria war eine echte Person, mit der wir eine Affäre hatten später? Keine Ahnung. Weglaufen! Ja, ich laufe! Ich laufe! Wir haben wieder Motten, ne? Damit haben sie es in Silent Hill ja auch, ne? Oh, das war's schon. James. Schieß nochmal. Soll ich schießen? Oder reden? Ja, schieß doch nochmal.
Mary? James. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No. That's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, part of me hated you for taking away my life. You killed me. And you're suffering for it. It's enough, James. Mary? James! Meinst du, er ist mit ihr nach Silent Hill gegangen und hat sie dort umgebracht? Weil sie da nochmal hin wollte? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Now I understand the real reason I came to this town. I wonder, what was I afraid of? Without you, Mary, I've got nothing. Now we can be together. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. Waiting for you to come to see me. But you never do. And so I wait, wrapped in my cocoon of pain and loneliness. I know I've done a terrible thing to you. Something you'll never forgive me for. I wish I could change that. But I can't. I feel so pathetic and ugly laying here, waiting for you. Every day I stare up at the cracks in the ceiling, and all I can think about is how unfair it all is. The doctor came today. He told me I could go home for a short stay. It's not that I'm getting better. It's just that this may be my last chance. I think you know what I mean. Even so, I'm glad to be coming home. I've missed you terribly. But I'm afraid, James. I'm afraid you don't really want me to come home.
Whenever you come see me, I can tell how hard it is on you. I don't know if you hate me or pity me. Or maybe I just disgust you. I'm sorry about that. When I first learned that I was going to die, I just didn't want to accept it. I was so angry all the time, and I struck out at everyone I loved most. Especially you, James. That's why I understand if you do hate me. But I want you to know this, James. I'll always love you. Even though our life together had to end like this, I still wouldn't trade it for the world. We had some wonderful years together. Well, this letter has gone on too long, so I'll say goodbye. I told the nurse to give this to you after I'm gone. That means that as you read this, I'm already dead. I can't tell you to remember me. But I can't bear for you to forget me. These last few years since I became ill, I am so sorry for what I did to you, did to us. You've given me so much, and I haven't been able to return a single thing. That's why I want you to live for yourself now. Do what's best for you, James. James, you made me happy. Also, jetzt musst du die Musik abzuschließen. Also ich deute es so, dass er sie in Silent Hill umgebracht hat und im Fluss versenkt hat. Und wenn man am Schluss seine Autogeräusche gehört hat, wie er so schnell gefahren ist, glaube ich, ist er mit dem Auto ins Wasser gefahren. Deswegen hatte er immer diese Wassersequenzen auch. Das kann sein, ja. So deute ich das. Was mir aufgefallen ist, dieser Brief, der am Ende eben vorgelesen wurde, ist ja derselbe Brief, der am Anfang des Spiels ist. Genau. Ja? Und es wirkt auf mich so. Also er hat ja diesen Brief dabei und er liest ihn am Anfang. Ja. Und dann bricht er ab und sagt sich... Obwohl, ist der Brief am Anfang dann anders? Also jetzt eben im Brief hat sie ihn nicht nach Silent Hill gebeten, oder? Also ich frage mich so, ob er diesen Brief die ganze Zeit hatte und dann sozusagen nur den Anfang sozusagen gelesen hat und dann gar nicht mehr weitergelesen hat, wo sie dann davon schreibt, dass er sie glücklich macht und weiter, weil er irgendwie in dieser Selbstkultur hängen geblieben ist. Ja, und den Rest, der dann später im Brief kommt, immer ausgeblendet hat und sich dann so in diesen Wahn gegeben hat, dass er dann wieder in die Stadt gegangen ist. Ja. Also was ich jetzt nicht verstehe. Ja. Also ich verstehe es jetzt so, dass es in dieser Stadt drei echte Personen gibt. Also Eddie, Angela und ihn, weil da gibt es ja diese drei Grabsteine, das sind ja auch die einzigen Personen, die den ganzen Namen kennen. Ja. Und dann gibt es zwei Figuren oder drei, die fiktiv sind. Einmal Maria, dann Mary und ich würde auch sagen, dass Laura keine echte Person ist. Ja, also Laura hat zumindest hier nichts weiter. Ja.
nichts weiter gemacht eigentlich, ne? An für sich nicht. Also sie hat schon irgendwie, sie war ja auch bei Eddie, sie hat sich ja auf Eddie getroffen und hat ihm, als sie auch die Pizza gegessen hat, gesprochen. Ja. Und es scheint ihr auch irgendwie so, also ich habe das Gefühl, dass Silent Hill so als Geisterstadt oder so, dass die für jeden anders ist. Also so bei James ist halt die ganze Zeit dieses runtergekommene und neblige. Bei Antler ist es ja scheinbar so, dass alles brennt. Ja. In dem Ort für sie. Und wie war es für Eddie? Das wissen wir nicht, aber er hat hier diese Pizza bei sich dabei, ne? Ja. Also vielleicht ist es für ihn alles ganz normal dort. Ja. Ja. Und ja, das ist schon... Also es gibt halt so viele Anspielungen auf Sex. Mhm. Also... Allein diese ganzen Monster, die nur aus Beinen bestehen. So, ja. Die Monster. Was waren das für Monster? Also ich würde sagen, mein, dass die Monster, die müssen doch eigentlich dann, wenn das jetzt, also wenn diese Version. Also die Monster an sich, abgesehen von diesem Türmonster, hat hier immer nur James gesehen. Und Maria, wenn er sie dabei hatte. Aber die anderen ja nie. Eddie hat ja nie was von diesen Monstern erzählt. Der hat immer nur die Typen da erschossen. Menschen. Und wir haben nie Menschen gesehen. Ja, stimmt. Ja. Das heißt, die Monster sehen wahrscheinlich nur wir. Das heißt, es sind irgendwie so Sachen, die aus unserem Kopf kommen. Ja. Und aber damals im Apartment House, als Eddie da sich übergeben hat, da hat er die Leichen, da war ein Mensch, da war auch eine menschliche Leiche. Immer da, wo er war, waren menschliche Leichen. Der hat immer, der im Kühlschrank, ne? Ja, genau. Der ist die ganze Zeit da rumgelaufen, hat Leute umgebracht. Ja. Aber wahrscheinlich nur Leute aus seinem Kopf. Krass. Irgendwie, also das sind so drei Figuren, die irgendwie in der Stadt sind und da sich gegenseitig auf die Pelle rücken, zwangsläufig irgendwie oder so. Keine Ahnung. Von der Stadt aus irgendwie kontrolliert. Und die Monster, die müssen dann ja... Ah, hier sehen wir nochmal. Action-Level war einfach, Rätsel-Level war normal. Das Ende, was wir haben, ist im Wasser. Okay, es gibt also auch noch andere Enden? Enden reicht 1 von 4, ja, 4 Stück. 26 Mal gespeichert, 7,5 Stunden haben wir gespielt, 5,87 Kilometer sind wir gegangen und 16 Kilometer sind wir gelaufen. Das heißt, wir haben im Prinzip so einen Halbmarathon hingelegt. Mhm. Silent Hill. 209 Objekte aufgesammelt, Feinde durchschießen, geschlagen. Guck mal, Schiffabschnittzeit. Schiffabschnittzeit, ist es da, wo wir gerudert gepaddelt? Sind? Warum ist das denn angezeigt da? Schiffhöchstgeschwindigkeit 2,07 Meter pro. Unser Rang ist 3 von diesen ganzen Sternen, die da unten sind? Nee, wenn das von wäre, dann müssten die alle gleich groß sein, oder? Keine Warum Ahnung. Sind denn oben 3 und unten so viele? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst, wie der Rang hier bewertet wird. Ich möchte wissen, was für Enden es noch gibt. Unser Ende ist im Wasser. Das heißt, dieser Text, der gesagt wurde, war, als wir das Wasser im Hintergrund gesehen haben. Ja, also aber ich glaube, es auch noch ein Ende, wo man irgendwie was sieht? Keine Ahnung. Vielleicht heißt es Ende im Wasser auch nur, weil wir am Ende offensichtlich immer im Auto uns irgendwo ins Wasser gestürzt haben, ne? Obwohl man ja den Sturz nicht gehört hat. Nee, das haben wir nicht gehört. Nee, und ich frage mich jetzt halt, also wenn die Monster so alle aus seinem Kopf draus sind, ne? Ja. Wir haben den, der diese Hautzwangsjacke hat. Wir haben diese Schaufensterpuppen, die nur aus Beinen bestehen. Ja. Wir haben einmal eine Kakerlake. Ja. Wir haben den Pyramidenkopf. Ja. Und wir hatten... Jetzt als Endgegner noch. Ja, die verschiedenen Endgegner, ja, okay. Und Eddie. Ja und Eddie wir hatten diese schwebenden Betten auch, zum Beispiel. Ja, stimmt. Die waren ja offensichtlich dann auch sowas wie seine Frau. Weil die war ja am Ende auch sowas, ne? In so hängende Bänder oder so. Also, auch komisch. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Also, das, vielleicht ist es so... hat das irgendwie... Also, an einer Stelle, als wir diesem Gang gelaufen sind, hat er erzählt, dass sie auf Blumen mitbringen wollte, ne? Ja. Also, es wirkt so, als wenn er irgendwie einfach nett zu ihr sein wollte oder so. Und er wurde immer von ihr her rausgeschmissen. Sie wollte nichts mit ihm zu tun haben, wenn er dann da war. Und hinterher tat sie dann immer leid. Ja. Weiß ich nicht. Hat das vielleicht alles insgesamt so mit... Ich habe schon überlegt, ob man das vielleicht irgendwie so auf die Freud-Ebene heben kann. Ja. Also ob das sowas mit sexueller Frustration zu tun hat. Ja. Und dieser ganzen Konstellation in Silent Hill, wir spielen James, wir sind unterwegs und wissen nicht, was mit uns, was über
überhaupt los ist. Ja. Und vielleicht ist Eddie so ein bisschen aus dem, wenn man sich jetzt das Freudsche Ei vorstellt, wenn wir das Ich sind als James, ist Eddie vielleicht so das S, also das Triebgesteuerte. Der rennt da rum und ist total frustriert von allem und bringt die Leute um und will sozusagen einfach die Welt so haben, wie sie für ihn sein sollte oder wie er sich die vorstellt. Und dann haben wir auf der anderen Seite wieder Angela, die irgendwie, obwohl sie halt ja irgendwie von dem Vater offensichtlich missbraucht wurde, trotzdem sich irgendwie die Schuld gibt. Ja. Also so dieses Über-Ich vielleicht, was irgendwie dann letztendlich sagt, die ganze Situation, alles, was passiert ist, alles ist meine Schuld. Und vielleicht helfen die zwei Charaktere aus der Perspektive irgendwie, um ihn zu formen und anzutreiben in der Geschichte. Keine Ahnung. Sehr interessant und wissenschaftlich, Markus. Ja, wahrscheinlich aber total falsch. Du hast es super schön erklärt. Aber ich verstehe immer noch nicht, wer Laura dann in der Konstellation ist. Was ist die für eine Aufgabe eigentlich in der Geschichte? Ja, das verstehe ich auch nicht so ganz. Und sie erzählt ja auch von diesem einen Brief, den sie der Schwester geklaut hat. Das ist jetzt der Brief, den wir jetzt zum Schluss dort sozusagen im Abspann vorgelesen bekommen haben, ja? Ja, aber da gab es überhaupt einen anderen? War das vielleicht, war sie vielleicht nur irgendwie jemand, der irgendwie James unbewusste Hinweise gegeben hat, im Sinne von, er wusste, dass dieser Brief eigentlich weitergeht, aber hat sich halt immer nur diesen ersten Teil des Briefes sozusagen vorgestellt und vielleicht hat sie ihn daran erinnert, dass der Brief eigentlich weiterging, dass es noch mehr gibt und das hat er sich dann als zweiten Brief vorgestellt oder so, keine Ahnung. Und damals sind wir da ja auch durch Silent Hill gelaufen, weil wir ihr hinterhergegangen sind, ne? Genau, aber... Ja, genau. Wobei, das hat uns Maria gesagt. Und Maria war ja auch wieder eine Vorstellung von uns. Alles weird. Wahrscheinlich war Maria irgendwie so die Vorstellung, wie er eigentlich Mary haben wollte, als sie krank war. So dieses sexuell Aufreizende, wie sie die ganze Zeit ja war. Vielleicht hat ihm das bei Mary gefehlt, als sie krank war. Okay. Und warum hatte sie Schmetterlinge als Tattoo? Schmetterlinge. Markus, Schmetterlinge. Ja, ich weiß nicht, was Schmetterlinge bedeuten. Oh Mann. Ja. Ja, aber wenn das so wäre, das würde dann mit der ganzen sexuellen Frustration hinkommen. Diese Schaufensterpuppen, die nur aus Geschlechtsteil und Beinen bestanden. Und dann dieses Säuremonster ohne Arme. Keine Ahnung, was. Hatte nicht der Pyramidenkopf einmal Sex? Ja, überhaupt frage ich mich mit dem Pyramidenkopf. Am Ende ist es ja so, dass die bringen ja immer wieder seine Frau um. Ja. Ja? Also Maria jetzt in dem Fall. Jetzt, ja. Also seine Projektion. Und am Ende ist es doch so, dass die beiden dann neben ihm stehen und dann sagt er doch, er weiß jetzt Bescheid. Und was sagt er noch? Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, aber dass er sich dem Ganzen jetzt stellen will oder so, ne? Ja. Also wenn es die irgendwie sozusagen, habe ich das Gefühl, sind so... Einerseits sein Schuldgefühl, andererseits aber auch sozusagen Henker. Die sehen aus wie Henker, ja. Weil Henker kennst du ja auch, die haben ja immer eine Maske auf, die sind ja Henker, die sind keine Person in dem Sinne. Genau, und Henker, ja, sehen so aus eigentlich. Aber warum in Form von einer Pyramide der Kopf? Keine Ahnung. Was bedeutet das? Ich verstehe auch nicht, warum es eine Pyramide sein musste. Aber wenn das sozusagen... Eddie hat ja auch an einer Stelle gesagt, dass er auf so einen Typen getroffen hat. Ja. Oder getroffen ist. Wahrscheinlich meinte er auch den Pyramidenkopf an der Stelle. Nur Angela hat nie was von dem erzählt. Ja. Und vielleicht ist er halt... Vielleicht projiziert er sozusagen diese ganzen Sachen, die James bereut. Und er hat ja an einer Stelle hat er ja Sex auf der Küchentheke. Im Apartmenthaus. Dann, als wir ihn das erste Mal treffen, in diesem Raum, wo wir immer vorhin weggelaufen sind, da hatte er Sex mit auch so einer Schaufensterpuppe, glaube ich. Und danach, wenn wir ihn einmal hat er uns dann noch vom Dach geschmissen. Warum, weiß ich nicht mehr. Genau, durch diesen Zaun durch. Und dann sind wir noch unten in diese Gummizelle gelandet, wo wir dann noch so Hinweise von diesen Zellenbewohnern da... Was hat das Gefängnis eigentlich damit zu tun, sag mal? Das überlege ich auch die ganze Zeit. Was das Gefängnis jetzt eigentlich... Vielleicht... Hat das vielleicht was damit zu tun, dass er sich... Auch dieses Schuldgefühl, dass er sich eigentlich als... Kriminellen sieht? Ja, ist er ja im Grunde, aber ich meine, auch aus seiner Perspektive, moralisch meine ich, dass er sich als Kriminellen wahrscheinlich auch noch sieht. Ja. Weil, keine Ahnung, wie man das sonst beschreiben soll.
Vielleicht hat das was damit zu tun. Da ja. waren ja auch diese Monster, die wir nie gesehen haben im Gefängnis. Die so komische Geräusche gemacht haben. Stimmt, die haben wir eigentlich gar nicht gesehen, ne? Und da waren ja auch Galgen unten. Ja. Das waren ja auch, also wir wissen ja, Eddie hat ja Menschen umgebracht. Ja. Er hat seine Frau umgebracht, Angela hat ja ihren Vater, glaube ich, umgebracht. So habe ich es jetzt auch gedeutet. Und da waren ja auch diese drei Gräber und die drei Galgen im Gefängnis, ne? Also wenn das so eine Projektion... Es gibt ja allgemein ab dem Gefängnis keinen Sinn, wenn du in diesem Labyrinth bist. Das ist ja alles total losgelöst von der Realität auf einmal. Das ist ja völlig unmöglich, dass so ein tapeziertes Labyrinth ist, irgendwie ja. Kilometer, wie es sich gerade gefühlt hat, unter der Erde. Ja. Als wenn irgendwie so all diese Gedanken von den Figuren da durch dieses Labyrinth dann unten verzweigt werden oder so. Keine Ahnung. Ja. Also irgendwie so stelle ich mir die Geschichte vor. Ich weiß nicht genau, wie es mit Laura ist. Maria ist relativ klar, das ist halt seine Projektion von Mary. Ja. Wie er sie haben wollte. Und sie wird dann immer wieder umgebracht von seiner Projektion, die der Pyramidenkopf ist. Ja. Aber es ist schon ganz schön. Aber ich finde, hier in Teil 2 kann man die Geschichte besser fassen. Gut, wir haben jetzt wahrscheinlich ja. noch nicht alles, gibt es noch viel mehr, wie man das deuten kann. Vielleicht kann man es auch so deuten, dass Eddie und Angela doch nicht existieren. Mhm. Aber ich finde, man kann sich das hier besser zusammenpuzzeln als in Teil 1. Das Weil stimmt. hier in Teil 2 habe ich das Gefühl, hier habe ich eigentlich alle Teile und ich kann die halt zusammentun und es ist halt wie so ein abstraktes, expressionistisches Gemälde. Irgendwie sieht es dann trotzdem komisch aus, aber gibt Sinn. Aber in Teil 2 Teil 1 habe ich noch das Gefühl gehabt, irgendwie fehlen mir hier Puzzleteile. Irgendwie ja. kann ich es nicht komplett zusammenlegen. Genau, genau. Stichwort Gemälde, das war ja auch ein großes Thema hier, ne? Irgendwie immer wieder waren da Gemälde. Ja, unter anderem vom Pyramidenkopf, ne? Als wenn der irgendwie allgemein so eine Bewandtnis hätte in der ganzen Lore. Ihr könnt jetzt hier gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das Ganze gedeutet habt. Ob ihr vielleicht haben wir auch irgendwas genannt, wo ihr sagt, ey, das sehe ich ganz anders. Dann schreibt das gerne mal rein und wäre auf jeden Fall cool, da nochmal euer Feedback sozusagen zu. Und ansonsten, hoffen wir, es hat euch gefallen. Ja. Wir spielen auf jeden Fall noch weiter. Es wird jetzt aber so sein, dass wir jetzt nicht direkt Teil 3 spielen. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Silent Hill Pause. Was genau. ab morgen dann jetzt bei uns laufen wird, ist Resident Evil, das Original für die PlayStation 1. Ja. Mit Facecam spielen wir das, weil das haben sich einige gewünscht, dass wir es in Facecam spielen. Da habe ich neulich bei Twitter und Facebook hatten das geschrieben und da gab es irgendwie alle Leute, die uns folgen, oder ein Großteil davon hat das geliked und gesagt, macht das. Und dann haben wir gesagt, okay, gut. Wir machen's. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt, so nach dem Motto. Und genau, das wird dann laufen. Der erste Teil. Anna spielt es komplett alleine mit der Steuerung. Juhu! Seid gespannt. Und wenn wir Resident Evil 1 durch haben, müssen wir gucken, ob wir dann vielleicht Resident Evil 2 machen oder Silent Hill 3 oder irgendwas anderes. Aber Silent Hill 3 kommt auf jeden Fall auch noch. Also das ist jetzt kein leeres Versprechen, das kommt hier noch. Ja. Nur nicht jetzt. Gerade vor allen Dingen, weil ich es jetzt auch wissen will, wie es jetzt weitergeht. Genau. Ja? Ich weiß nicht, ob wir dann bei Teil 4 weitermachen, weil Teil 4 habe ich schon mal gespielt, als es damals Machen wir auch weiter. Mal gucken, ich fand's nicht so toll, glaube ich. Ist schon so lange her. Na gut. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, schreibt uns eure Interpretation von Silent Hill 2 gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.